Wer meine Bildsprache kennt, der weiß, dass ich Hormone gerne als Postboten bezeichne, weil sie Nachrichten, Befehle und Botschaften übermitteln. Es gibt viele Hormone, die für uns arbeiten. Sie haben richtig viel Macht über uns, die wir kaum beeinflussen können, zumindest willentlich. Wir können trotzdem wichtige Weichen stellen, damit sie nicht gegen, sondern für uns arbeiten. Das ist insbesondere beim Abnehmen wichtig. Mehr dazu jetzt. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's. Wir Menschen sind emotionale Wesen. Wir haben Gefühle. Ja, wir Männer haben auch Gefühle. Wobei, bei Männern könnte man den Eindruck haben, dass es nur zwei Zustände gibt. Hungrig oder geil. Frauen sind da gefühlt wesentlich komplexer. Nicht nur unsere Stimmung, sondern auch alle Körperfunktionen werden gesteuert durch Hormone. Und genau die entziehen sich unserer bewussten Beeinflussung. Drei ganz einfache Beispiele. Fliegen ist mit die sicherste Reisemöglichkeit überhaupt. Wir wissen das, können uns das intensiv einreden. Wenn es oben am Himmel oder beim Landeanflug ruppig wird, dann bringt dieses Wissen nichts. Bei vielen schaltet der Herzmuskel den Turbo ein und die Hände werden feucht. Das Hormon, was dann die Kontrolle übernimmt, heißt Adrenalin. Die Macht der Hormone. Noch ein Beispiel. Kennst du jemanden, der aufgrund einer Krankheit mit Cortison behandelt wurde? Diese Person hat in der Regel am Ess- und Bewegungsverhalten nichts, aber auch überhaupt nichts verändert und hat trotzdem ordentlich zugenommen. Die Macht der Hormone. Oder wenn bei Jungs in der Pubertät die Testosteronproduktion durch die Decke geht, verbringen sie im Freibad viel Zeit in Bauchlage, weil die Wünschelrute ständig ausschlägt. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist die Macht der, ja, genau. Hormone steuern verschiedene Regelkreisläufe. Wenn die aber gestört werden, kommt so einiges aus dem Takt. Verschiedene Einflüsse greifen in diese Regelkreise ein und beeinflussen sich gegenseitig. Ich beschäftige mich schon so lange mit diesem sehr spannenden Thema und erkenne immer wieder, es ist wie bei einem Mobile. Wenn du eine Figur anstößt, dann wirkt sich das auch auf die anderen aus. Genau dieses Anstoßen ist der Ansatzpunkt, den wir aktiv beeinflussen können. Wir müssen in dieses Mobile wieder Ruhe reinbringen. Es auspendeln lassen. Das gelingt uns, indem wir, so gut es geht, Reizstoffe aus der Nahrung entfernen und dem Körper alle notwendigen 47 Baustoffe geben, damit er ausreichend Hormone bilden kann und die Rezeptoren, die Hormonantennen, wieder empfindlicher werden. Lass mich ein Beispiel machen. Nehmen wir eine Frau, viel Stress im Job und auch zu Hause mit den pubertierenden Kindern. Die achtet nicht besonders auf ihre Ernährung. Es gibt ab und zu mal Fastfood, sie isst Weizenbrötchen, Stammgast beim Getreidedealer, also beim Bäcker. Obst isst sie aber auch jeden Tag ein klein bisschen. Allerdings legt sie auf Bio überhaupt keinen Wert. Immerhin, sie hat eine normale Figur. Aber im Fastfood sind Konservierungsstoffe, damit das Zeug nicht zu früh aus dem Supermarkt krabbelt. Die verhindern also das Bakterienwachstum. Ja, blöd, dass unser Mikrobiom, die Darmflora, aus 10-mal mehr Bakterien besteht, als der menschliche Körper Zellen hat. Und die werden natürlich auch dann sehr stark beeinflusst. Ihr backmaschinenoptimiertes Industrie-Weizenbrötchen liefert eine ganze Menge vom Klebereiweiß Gluten. Es gibt da nicht wenige Menschen, bei denen der Darm auf dieses Gluten sensibler als bei anderen reagiert. Nicht doll, das tut auch nicht weh, aber es sorgt dafür, dass ein Stoff ausgeschüttet wird, der sich Zonulin nennt. Und genau der macht Folgendes. Er öffnet die Darmbarriere, also den Übergang vom Darm ins Blut. Diese Verbindung nennt sich Tight Junctions. Durch diese dezente Grenzöffnung kommen jetzt gesundheitskritische Stoffe aus der Umwelt und auch unverdaute Nahrungsbestandteile durch die Darmwand, die vorher Richtung Klärwerk weitergerutscht wären. Das kann problematisch werden, weil jetzt unsere Körperpolizei überfordert ist. Die knüppelt auf die Eindringlinge ein, um uns zu beschützen.
Wenn aber noch ein paar andere dezente Faktoren, wie zum Beispiel eine bestimmte genetische Veranlagung, ein gravierender Vitamin-D-Mangel, eine schlummernde Virusinfektion dazukommt, dann greift die Vitamin-D-geschwächte und damit deregulierte, völlig überforderte Körperpolizei auch mal körpereigenes Gewebe an, das den unerwünschten Eindringlingen ähnelt. Und plötzlich werden zum Beispiel die Zellen der Schilddrüse von der eigenen Immunpolizei verkloppt, weil die in ihrer Oberflächenstruktur den Eindringlingen ähnlich sehen. Das Schilddrüsengewebe geht ganz langsam über viele Jahre kaputt. Ganz langsam, weil die Reizstoffe ja fleißig immer weiter importiert werden und das Immunsystem deshalb weiter knüppelt. Wir sprechen hier von der Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis. Diese schleichende Zerstörung ist, richtig doof, weil in der Schilddrüse ganz wichtige Hormone gebastelt werden, zum Beispiel das T4 und auch das T3. Dazu braucht es schon mal ausreichend Jod. Von dem Zeug nehmen wir eher zu wenig zu uns. Und komm jetzt bitte nicht mit, ich nehme aber jodiertes Speisesalz, weil das immer noch viel zu wenig ist. Denn nicht nur die Schilddrüse braucht das Jod, sondern viele andere Organe ebenfalls. Okay, nochmal zurück zur verprügelten Schilddrüse. Wenn über viele Jahre immer weniger Schilddrüsengewebe zur Produktion übrig bleibt, weil das Gewebe immer weiter kaputt geprügelt wird, versucht der Schilddrüsenchef, das ist der Hypothalamus, mit seinem Befehlshormon, dem TSH, die Produktion in den restlichen Zellen unter Volllast nochmal so richtig anzukurbeln. Ein erstes Indiz für eine Schilddrüsenproblematik gibt genau dieser TSH-Wert an, der bei der Blutuntersuchung gemessen werden kann. Der sollte den Wert von 2 nicht überschreiten. Je höher dieser Wert ist, desto mehr ackert die Schilddrüse auf Notstrom. Und das kann auf Dauer erschöpfend sein. Ja, der T4 und T3-Wert kann dann normale Werte haben. Aber die Schilddrüse läuft langsam heiß. Es gibt noch weitere typische Signale für eine angeschlagene Schilddrüse. Sehr trockene Haut, schlechter Stuhlgang, also nur einmal pro Woche. Oder auch immer wieder Müdigkeit. Dann ständiges Frieren, während andere im T-Shirt draußen rumlaufen, brauchst du noch einen Pulli. Oder was du auch tun kannst, morgens nach dem Aufwachen, Fieberthermometer in den Mund. Die Körperkerntemperatur sollte 36,67 oder 8 betragen. Auf keinen Fall sollte eine 35, dastehen. Das wäre ein typisches Indiz für eine schwer angeschlagene Schilddrüse. Unsere Beispielbrötchendame hat aber möglicherweise noch ein Problem. Stell dir Folgendes vor. In deinem Körper gibt es jede Menge Kraftwerkchen, die sogenannten Mitochondrien. Genau dort produzierst du deine Energie, also deine Lebenskraft. Diese unzähligen Kraftwerkchen brauchen aber ständig Zündfunken, um überhaupt brennen zu können. Und genau das macht das Schilddrüsenhormon T3. Es ist wie ein brennendes Streichholz, das Feuer in den Kraftwerkchen macht. Das Schilddrüsenhormon T4, von dem viel, viel mehr in der Schilddrüse produziert wird, ist auch ein Streichholz, aber eines, das nicht brennt. In Bildern, T4 ist das Streichholz, T3 ist das brennende Streichholz. Wenn du also deine Schilddrüse bei einer Blutuntersuchung checken lassen möchtest, musst du unbedingt auch das freie T3, das FT3 messen lassen. Das ist relevant. Achtung, hier gibt es auch wieder einen Referenzbereich, also einen Von-Bis-Wert. Ein Arzt, der nicht ganz so gut mit dem Thema vertraut ist, verlässt sich natürlich darauf und sagt auch bei einem sehr niedrigen FT3-Referenzwert von zum Beispiel deutlich unter 3 Picogramm pro Milliliter, ja, alles im Normalbereich, kein Handlungsbedarf. Und trotzdem fühlst du dich müde, das Abnehmen klappt irgendwie überhaupt nicht, du hast einfach keinen Antrieb, lagerst immer mehr Körperfett ein und frierst irgendwie auch ständig mehr. Ein freier T3-Wert unter 3, deutlich unter 3, ist wie Fahren mit angezogener Handbremse. Dein Stoffwechsel fährt im Standgas. Aber warum? Ja, wenn das einfach zu erklären wäre. Ein Grund kann sein, dass du das T4-Streichholz einfach nicht angezündet bekommst. Genau dabei hilft das Spurenelement Selen. Es zündet sozusagen T4 zum brennenden T3 an.
blöd, wenn unsere Beispielprinzessin mit dem minderwertigen Fastfood-Nahrungsschrott natürlich auch den Platz für nährstoffreiche Lebensmittel und damit auch den wichtigen Selen wegnimmt. Oder glaubst du, dass sie direkt nach der Butterbrezel noch eine nährstoffreiche Gemüsepfanne zum Ausgleich futtert? Nee, weil der Platz im Bauch durch den Weißmehl-Taliban schon belegt ist. Und das Zeug ist praktisch nährstofffrei. Du siehst, es ist ein echt komplexes Thema. Und trotzdem können wir ganz viel tun, damit das Ding, das Hormonkarussell, zur Ruhe kommt. Der wichtigste Hebel ist ein fitter, dichter Darm. Weizen ist ganz bestimmt nicht per se böse. Aber viele reagieren auf das Gluten empfindlicher als eben andere. Deswegen lass es einfach mal ein paar Wochen ganz konsequent weg. Nur zum Testen. Vielleicht bekommst du schon allein dadurch ein paar Löcher gestopft, was das Immunsystem beruhigen wird. Und dann lassen die Körperpolizisten auch das Schilddrüsengewebe eher in Ruhe. Du wirst spüren, ob es dir gut tut oder eben nicht. Damit das Immunsystem richtig moduliert wird, braucht es übrigens auch Zink und vor allem gut gefüllte Vitamin-D-Speicher. Ein echtes Problem bei ganz vielen. Also, auffüllen. Unbedingt auffüllen. Wenn es dir finanziell möglich ist, dann achte auf Biokost, weil hier einfach weniger Pflanzenschutzmittel drinstecken als in konventioneller Ware. Das entlastet auch dein Mikrobiom und hilft bei der Regeneration deines Darms. Nimm auch viel mehr Ballaststoffe zu dir, also tatsächlich mal die Gemüsepfanne statt eben das Weizenbrötchen mit einem Alibi-Salatblatt, weil du damit deinen Darm mit den Ballaststoffen sozusagen blitzeblank schrubbst und die Bakterien bekommen durch die Ballaststoffe auch noch ihr Lieblingsfutter. Wenn du jetzt noch fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, Kefir, Buttermilch, Brottrunk, Kombucha oder ähnliches futterst, dann hilft das den guten Bakterien, sich zu vermehren und die schlechten, darmaggressiven immer mehr zurückzudrängen. Willst du das ganz einfach und hochkonzentriert haben? Dann kannst du auch sogenannte Milchsäurebakterien mal kurweise über eine Packung lang nehmen. Schau mal in die Beschreibung von diesem Video. Wenn es deinen guten Darmbakterien gut geht, geht es dir auch gut. Falls du deine Blutwerte T4 und T3 kennst und der T3-Wert deutlich unter 3 Picogramm pro Milliliter ist, dann kannst du tatsächlich mal mit 200 Milligramm Selenmethionin experimentieren. Das könnte dafür sorgen, dass sich das T4 besser entzündet und somit zum brennenden, stoffwechselankurbelnden T3-Streichholz wird. Du erkennst? Ein hochkomplexes Thema. Und wir haben hier nur einen kleinen Regelkreis besprochen. Nur die Schilddrüsenproblematik. Was ist, wenn Frauen über Jahrzehnte die Pille oder Hormonspirale nehmen? Wenn wir also aktiv sehr lange in andere Hormonregelkreise eingreifen, die Östrogendominanz bzw. der daraus resultierende Progesteronmangel ist für viele Frauen ein ganz großes, meist völlig unerkanntes Problem. Ja, und was ist bei Männern mit dem Testosteron? Ja, das sackt dann in den Keller, wenn wir Jungs Dauerstress im Job oder mit unseren Prinzessinnen haben. Wer dann noch eine dicke Schnitzelschürze in Bauchnabelhöhe spazieren trägt, konvertiert das noch restlich vorhandene Testosteron über den Prozess der sogenannten Aromatase in weibliches Östrogen. Dann wird aus einem Pitbull-Kerl ein kastrierter Rehpinscher. Ew. Hormone regeln unser Leben. Das Hormonmobile, das muss beruhigt werden. Zumindest tendenziell. Wer es ab und zu mal mit übermäßigem Stress oder mit einem Industriefutter-Kalorieninferno anstößt, danach aber wieder mit einer guten Ernährungsgrundlage und sportlichem Stressausgleich auspendeln lässt, der bleibt eher gesund als der, der das so lange ausreizt, bis das System sozusagen kollabiert. Achte auf dich. Achte auf deine einzige Gesundheit. Bleib am Ball. Indem du zum Beispiel meinen Kanal abonnierst und damit dran bleibst. Meine Videos werden deinen Lebensstil bestimmt nicht gravierend verändern, aber die Infos sickern ganz langsam in deine biologische Festplatte und irgendwann handelst du anders, ohne es nicht einmal bewusst wahrzunehmen. Lass uns einfach ein paar Gewohnheiten Stück für Stück verändern. Bewertest du das Video? Fände ich ganz toll von dir. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.